Jungs, was geht jetzt schon wieder ab? Wir fahren jetzt gleich irgendwo hin. Okay. Und du wirst nicht erfahren, wo wir hinfahren. Okay. Du wirst es auch nicht erfahren, Tobi. Ja, what the fuck? Hey, Jungs. Was soll das? Okay, Tobi, eigentlich wolltest du ja nur Revi aussetzen, aber dich hat es jetzt leider selber mit erwischt. Ihr beide werdet jetzt ausgesetzt und ihr müsst am schnellsten zu dem Punkt kommen, den wir euch dann schicken. Dicker, es ist ein altes Trainingsshirt von mir, da stinkt so nach Schweiß, hier kann ich das abnehmen. Wir wurden jetzt in Zweierteams ausgesetzt, die Regeln sind easy. Keine Handys benutzen, kein eigenes Geld benutzen, nichts benutzen, was ich hier an mir habe, außer die GoPro zum Filmen, weil sonst würdet ihr nichts sehen, ihr kleinen Schlawiner. Servus. Wir müssen jetzt gucken. Wir kriegen jetzt gleich die Nachricht zum Standort, wo wir hin müssen, von Kati. Und wenn wir die Nachricht bekommen, Judith weiß auch nicht wirklich, wo es hingeht. Wir müssen dann zusammen versuchen, irgendwo hinzukommen. Vielleicht klaue ich einfach ein Fahrrad. Die Menschen sind hier ganz anders. Die sind gar nicht mehr in Köln, versprochen. So, wenn ihr diese Nachricht abhört, geht's los. Das Team, was wir als erstes ein Selfie vor der Statue, dem Denkmal der grauen Busse schickt, hat gewonnen. Viel Spaß! Kennst du das? Der graue Busse? Der grauen Busse! Ganz kurz, weißt du, was die grauen Busse sind? Was ist das? Entschuldigung, in welchem Stadtteil sind wir gerade? Ach so. Also tatsächlich weiß weder Tobi noch ich, was das Denkmal der grauen Busse ist. Also du wusstest, dass das ist, aber du weißt... Nein, ich wusste auch nicht, dass es das ist. Ah. Ich gehe mal kurz da vorne auf Undercover hier die Frau fragen. Entschuldigung, welche Stadtteil sind wir gerade? Raderberg. Raderberg. Kennen Sie das Denkmal grauer Busse? Was soll das sein? Ich habe keine Ahnung, da müssen wir auf jeden Fall irgendwie hinkommen. Kannst du weggehen? Ich muss pissen. Ach so. Ein kleines Päuschen hat nie geschadet. Ich habe eine kurze Frage. Wir suchen das Denkmal grauer Busse in Köln. Wissen Sie zufällig, wo das ist? Wir wissen noch nicht mal, was das überhaupt war. Was ist das denn? Ich auch nicht. Na gut, da passen wir ja zusammen. Ne? Alles klar, gut, okay. Ja. Aber das ist... Zollstock. Ah, das ist Zollstock, ja, das ist Rader. Ja, also hier die Straße fängt Zollstock an. Okay. Ja. Das ist Raderberg. Das ist Raderberg. Alles klar. Okay, ja. Super. Dankeschön. Gut, dann ist der Move. Wir sind gerade im Süden von Köln. Wir haben was entdeckt. Ja, ich würde sagen, ich habe das entdeckt, Julius. Ja? Ja, was haben wir hier? Zollstock. Hundefreilauffläche, da waren wir gerade. Ich darf hier nicht grillen. Scheiße, Tobi, wir wollten grillen. Digga, ich habe extra meinen Grill mitgenommen. Also brauche ich jetzt eigentlich keinen mehr fragen. Ich muss nur noch ein Fahrrad klauen und dann können wir zurückfahren. Ich habe eine ganz kurze Frage. Haben Sie zufällig ein Handy dabei? Ja. Wir machen gerade ein kleines Experiment und versuchen, uns in Köln zurechtzufinden. Okay. Und müssen wissen, wo das Denkmal grauer Busse ist. Dürfen aber kein Handy benutzen. Da könnten Sie uns vielleicht mit helfen, indem Sie es einmal googeln. Denkmal grauer Busse. Ne? Genau, richtig. So, darf ich Ihnen das jetzt zeigen? Ja, das darf ich sehen. Wo ist denn das? So, das ist in... So, das sind 18 Minuten von hier. Okay, wir sind in Raderberg. Das ist in Deutz. Und wir müssen dann eine Stunde zu Fuß laufen in der Theorie. Ja, klar, machen wir dann. Machen wir nicht, wir suchen uns ein anderes Verkehrsmittel. Aber wir müssen erstmal richtigerweise in die Richtung. Wo ist das? In Deutz? In Deutz, das ist am Park in Köln, am Hyatt ist das. Ich weiß sogar, wo das ist. Okay. Durch den Park erstmal durch in die Richtung. Okay, das hat uns super weitergeholfen. Vielen Dank. Ja, Dankeschön. Deutz ist eine Strecke. Ja, das kriegen wir mal hin. Okay, vielen Dank. Also guck mal, Tobi, Denkmal klingt ja eher nach sowas so ein bisschen älter. So ein bisschen. Ja, genau. Ja. Und welche Leute kennen so Denkmale und so eher? Alte Leute. Richtig, das heißt... Das heißt, ich frage jetzt die junge Leute, ob die das Denkmal kennen. Mann, du hast alles, also wirklich... Entschuldigung, kann ich dir ganz kurz fragen. Wissen Sie, wo das Denkmal der grauen Busse? Wie heißt das? Der grauen Busse, alten grauen Busse, irgendwie sowas. So eine Altstadt sein. Dann kommen Sie an den Ring, ungefähr eine halbe Kilometer, ja. Und dann fängt die Altstadt an. Okay. Das Denkmal der grauen Busse. Habe ich auch noch nie gehört. Die Rechnung stimmt. Danke. Also wir wissen, guck mal, wir müssen nur geradeaus und dann fragen wir den nächsten. Das Wichtigste ist, dass wir erstmal da hinkommen schnell. Ja. Und dass wir dann die alten Busse finden. Die grauen. Die grauen, nicht die alten. Oder hast du irgendwas, das wir verkaufen können? Wie? Tausch. Soll ich meine AirPods verkaufen? Nein. Ich könnte es machen. Digga, für 20 Euro. Nein, aber für einen Huni oder so. Die kosten 200 noch was. Guck mal, Bro, die nächste Bahn kommt in 4 Minuten. Tobi. Da geht gleich ein Alarm an. Ja. Dein Vorhaben ist asozial. Sie ist nicht angebunden, hat einen Platten und ist verrostet. Welches Kind fährt damit noch? Ja, aber du fährst damit auch nicht, Kollege. Du kommst nicht weit. Warum? Ja, weil das einen Platten hat. Ja, ich fahre mit Platten. Kannst du damit fahren? Ja, der Reifen ist halt einfach... Ey, warte mal. Es ist ja eigentlich übereinfach. Wir machen das Selfie direkt an diesem Ding und bezahlen dann erst das Taxi, weil dann haben wir gewonnen. Nee, ich glaube, das darf man nicht. Warum? Weil bis dahin haben wir kein Geld benutzt, weil es wird ja erst am Ende der Fahrt bezahlt. Bro, wir sind gefickt, ich sag's dir ehrlich. Das weiß nicht mehr weiter. Kleines Update. Das Fahrrad hat nicht funktioniert, es war kaputt. Wir sind jetzt gerade schon irgendwo weiter, fast an den Ringen, meint der Typ. Kennen aber die Ringe, das sieht nicht so aus wie die Ringe, aber wir müssen jetzt gleich irgendjemanden fragen, entweder nach Geld oder erstmal fragen, wo diese grauen Bus-Scheiß-Dinger sind. Wir müssen jetzt gucken, wir können nicht weiter zu Fuß laufen. Wir
Frage jetzt, wo dieses Bus-Dingsbums ist. Vielleicht klaue ich wirklich ein Fahrrad oder man fährt halt irgendwie mit Bahn oder Bus. Natürlich fährt man mit Ticketbahn. Ey, AirPods verkaufen ist halt die einzige Option, aber wer kauft die hier auf der Street? Du musst es schon übercheat machen für 20, 30, 40 Euro. 50? Bei Gott, Digga, dann müsst ihr auch hier das Video geisteskrank durchliken, ich sag's ehrlich. Ich glaube, das ist aber noch im Rahmen. Das dürfen wir machen, oder? Kann ich dich ganz kurz fragen? Kannst du was googeln gerade? Ja, klar. Mein Handy ist leer. Wie heißt das? Denkmal der alten... Der grauen Busse. Ungefähr die Wegbeschreibung, die Fußbeschreibung 28 Minuten. Ey, ich danke dir. Perfekt. Gut. Es ist auf der anderen Seite. Da, Rheinseite? Ja, wir müssen auf die andere Seite kommen. Und das Wo geht nicht sind zu wir denn jetzt gerade? Wir sind jetzt gerade in der Neustadt. Entschuldigung, kurze Frage. Hätten Sie vielleicht einen Euro? Für mich ist das sehr, sehr, sehr wichtig. Jawohl. Jawohl. Tobi, das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht von unserem Euro, den wir bekommen haben. Tobi. Hier ist eine U-Bahn-Station. Wie geht's? Ganz kurz, wir drehen gerade ein Video, ne? Ja. Wir müssen irgendwie ganz schnell nach Deutz kommen, ja? Nach Deutz? Ja, richtig. Ja. Du bist nicht zufällig im Auto oder sowas hier, ne? Nee, mit dem Fahrrad unterwegs. Shit, okay. Wir dürfen auch kein eigenes Geld und so dafür benutzen. Okay. Kann ich dir meine AirPods verkaufen? Für ganz billig. Hast du Geld dabei? Willst du die kaufen? Für wie viel? Weiß ich nicht, was kosten AirPods? AirPods Pro 280 oder was kosten die? Nee, habe ich nicht dabei. Nein, nein, so viel brauchst du mir nicht geben. Gib mir 50 oder sowas, dann sind wir quitt. Das geht. Wäre ein Deal? Ja. Okay, Bro, dann machen wir das. Hey, warte mal ganz kurz, Digga. Du musst einfach noch zur Bank gehen da vorne. Du kannst dir neue Dinger kaufen, die sind halt nicht komplett clean so, aber es sind halt AirPods so. Ja. Digga, was sieht Digga da ab, Alter? Korrekt, dann machen wir das so, Bro. Sollen wir die warten? Okay, alles klar. Kurz okay, hin, wir ne? warten kurz wir hier. Wir warten, weil wir fahren mit Digga. Das geht ja. Ey, Digga, dann nehmen wir ein Taxi. Dann nehmen wir auf jeden Fall ein Taxi, Alter. Ist das schon ein Regelverstoß? Es hieß ja keine persönlichen Gegenstände verwenden. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Wo war das? Zeig mal. Hier? Da. Da? Okay. Da ist theoretisch die Stegerwald-Siedlung als Haltestelle. Stegerwald-Siedlung brauchen wir. Die pinke ist die 3, nee, die 4. Das ist eine U-Bahn über der Erde, also eine S-Bahn. Eine S-Bahn. Oh, das ist unsere. Wir sind schon auf der anderen Seite, das ist gut. Ja. Das Wichtigste ist zu checken, ob Kontrolleure ansteigen. Ganz wichtig auch zu sagen, nicht nachmachen. Nicht nachmachen. Wir haben natürlich Tickets gekauft. Da ist ein Taxistand. Oh mein Gott, Digga. Let's go. Digga, was geht, ich Digga? Kann ich dich einfach hier treffen? Ja, okay? Ja, normal, kannst du machen. Oh, Todes random, aber ich will dieses Video gewinnen, Mann. Aber ich feier's, Digga. Auf jeden Fall. Hey, vielen, vielen Dank, Bro. Du machst Big Profit. Ich küsse doch dein Herz, Mann. Noch ein Fünfer. Ich küsse dein Herz, Bro. Digga, vielen, stabil. Vielen Dank. Ich muss weiter. Mach's gut. Ja. Viel Spaß mit dem Kopfhörer. Danke. Schönen Tag euch noch. Danke. Wir müssen jetzt gucken. Gerade waren es 29 Minuten zu Fuß zu diesem Denkmal-Dings. Jetzt sind wir gerade mit der Bahn schon gut weit gefahren. Ja, hier ist er rein. Ja, gut. Rein. Nee, perfekt. Vielen, vielen Dank, Bro. Hey, Julius. 5 Minuten zu Fuß. Komm schnell, Digga. Ich dachte, das sind diese Dinger. Das sind die? Das sind die Dinger. Da steht keiner. Das sind diese Busse. Ja, da ist keiner, Dinger. Da steht keiner. Okay, nice. Du hindern geradeaus? Ja. Wir haben es einfach geschafft. Durch den dämlichsten Move aller Zeiten. Niklas, komm her. Mir das Foto, komm, yalla. Gang, gang. Dieses Selfie hat mich 105 Euro gekostet. Fucking gewonnen, Mann. Guck mal, wer da ist. Oh Gott. Ich komm schon. Nein, scheiße. Ich hab's schon geschafft. Niklas, ja, Jungs, ihr habt verloren! Wir haben euch gefickt! Hä? Die ganze Zeit schon! Wir haben euch die ganze Zeit verarscht! Nein, die ganze Zeit gescoutet. Nein, Digga, ich hab meine AirPods für 5 Euro verkauft. Was? Ja, ganz ehrlich, drauf geschissen. Wir waren vorher da. Nein, 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 das ist absolut asozial. Wir haben Ach so! Nein, das ist asozial! Nein. Man sieht, dass ihr Nichtsgönner seid! Dass ihr Nichtsgönner seid! Oh mein seid. Gott, waren wir so viel... War es so knapp? Wir sind ja gar nicht angekommen. Wir sind da gerade... Ja, wir haben doch gewonnen! Du siehst kein Handy und kein Richtig, eigenes genau. Geld. Kein eigenes Geld Nein. und kein Handy benutzen. Das waren die Regeln. Keine eigenen Gegenstände. Das waren die Regeln. Ich nichts benutze, was ich hier an mir habe. Guck gleich und in den Drehplan. Und wir haben uns sogar, Bro, an den moralischen Kodex gehalten und sind nicht schwarz gefahren im Gegensatz zu euch. Was für ein Moral? Es gibt keinen moralischen Kodex. Es ist ja auch egal. Im Endeffekt kann die Community jetzt gerne mal entscheiden, wer hier gewonnen hat. Habt einfach dabei im Hinterkopf, dass die einen das Gesetz gebrochen haben, der andere halt hier 32. Der andere die Regeln gebrochen hat vom Video. Oh, was ist schlimmer? Das Gesetz und die Regeln. In diesem Sinne, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut gerne bei Tobi auf Instagram vorbei. Und bei Julius. Und bei Niklas. Nee, muss nicht sein, ne? Und bei Flash. Alles klar. In diesem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Mal noch wieder. Ciao, ciao.